Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir fliegen heute von es ist Cucianapaca nach Brüssel Charleroi im Wizz Air A320 und neben uns rollt gerade eine Sky Express A320 Neo ein. Der Flughafen ist nicht allzu groß, doch wir fliegen jetzt gleich circa 3 Stunden, 2,5 eher wie heißt es? Genau, Brüssel-Charleroi. So, damit es losgehen kann, starten wir einmal das Flugzeug. Ist recht dunkel hier drin, aber wir finden auch so die Knöpfe. Es geht auch gerade die Sonne ein bisschen auf hier. Also Cucianapaca ist in Rumänien und Brüssel-Charleroi. Brüssel ist halt, wie gesagt, ja, ist Belgien. Halt. Stellen wir das einmal an. Machen auch mal die Kuppelbeleuchtung an, damit wir ein bisschen Licht haben. Weiß gar nicht, ob wir eine Kabine haben. Ja, haben wir eine Kabine, die auch schön aussieht. Und dann gucken wir, dass wir das Boarding über GSX starten können. Können wir nicht? Okay, dann starten wir das hier. Und hier können dann gleich die Fluggäste einsteigen. Zwei Sky Express sind hier sogar. So. Und dann machen wir uns auf den Weg, hier unseren Flugplan anzugeben. Mal sehen, ob mein Schubbildboard funktioniert. Er funktioniert noch nicht. Wir werden schauen, dass wir ihn dazu bringen können, dass er funktioniert. Habe ich das vielleicht schon umgestellt erst? Ich habe das wieder umgestellt, ne? Wenn wir mal sprechen. Ich hoffe, das funktioniert, das. Okay, wir müssen noch mal schauen, dass wir das hinbekommen. Wir können halt keinen Reverse Thrust gerade machen. Ja, wir haben es hinbekommen. Das ist doch toll. Dann laden wir unseren Flugplan hier rein. Laden wir hier auch nochmal unseren Flugplan rein. Wir haben einen Kostenindex von 27. Und unsere Flugnummer ist BMT. Erstmal BMT.
4-3-3-5-1. Jetzt gehen wir hier ein. Und unsere Reiseflughöhe ist 38.000 Fuß. Dann schauen wir noch den Wind an. Dann starten wir einmal das Radar. Und wir machen unseren Flugplan. Wir starten hier in Cushirnapaka von der 07 über Elektro von Kilo. Und wir landen in Charleroi auf der 24, ne? Alles 24 via Partie vor Alpha. Das gehen wir dann auch an. Dann müssen wir nochmal das Radar starten. Und wir schauen. Das Flugzeug wurde gerade noch nicht da angezeigt, weil es noch nicht wusste, dass wir hier stehen. Deswegen muss man ja auch hier diesen Knopf tätigen. Der war noch nicht ganz hochgefahren. So, das haben wir auch. Dann gehen wir auf die Init-Page 2 und geben hier unsere Gewichte ein. Einmal unseren Fuel, den wir haben für die Strecke. 8.3, da wir aufrunden. Und dann warten wir noch auf die Gewichte von und gucken wir uns auch an. Dauert nicht mehr lange. Das heißt, wir starten die APU. Ja, hier genau, ich war nicht so ganz auf der Höhe. So. Nav and Logo Lights, Strobe Lights Auto. Fuel Pumps on. APU Fire Test. Engine 1 Fire Test. Engine 2 Fire Test. Schalten wir den Transponder an. Boarding is completed. 5, 9, 7. Schauen wir uns die APU an. Die ist gleich fertig mit Hochfahren. So, APU Bleed schalten wir an. Dann können wir nämlich so, die kommt weg, wird ausgeschaltet. APU ist nämlich an. Rollbeleuchtung an.
So, haben wir soweit alles gestartet. Wie dunkel ist es jetzt hier drin? Ah, es geht. Boom. Dann schauen wir uns doch das Wetter einmal an. So, dann haben wir das soweit. Und wir machen noch unsere Startberechnungen. Flaps 2. Kalkulieren. Jetzt 2. Und wir haben 47 Grad als Temperatur. Aber ist natürlich nicht der Bodentemperatur, also wäre zu heiß, aber genau. Dann gehen wir auf Navigraph. Können uns hier, kann ich auch euch hier nochmal die Flugroute zeigen. Genau, hier ist Kutschia Napaka. Und hier ist Brüssel-Charleroi. Es geht einmal über Deutschland rüber. Ich glaube sogar ein bisschen über Tschechien. Auf jeden Fall über Wien drüber fliegen wir. Bratislava, Slowakei halt und Ungarn. Einmal hier an Frankfurt vorbei. Einmal fast an Brüssel oben vorbei. Nach unten, dann eine Anflugskurve und dann nach Charleroi auf der 25. Ne, 24. Nicht 25. Ja, meine 24. Okay. Ne, da wollte ich eigentlich bleiben. Und dann starten wir die Triebwerke. Zuerst starten wir Triebwerk 1, was jetzt hier in dem Fall egal wäre, welches wir zuerst starten. Jetzt starten wir Triebwerk 2. Stellen wir noch unseren Autopiloten ein. Dann sind gleich beide Triebwerke hochgefahren. Dann rollen wir los zur Startbahn. Wir können vorher noch einmal unsere Klappen kontrollieren. Hier, Ruder links, Ruder rechts, Ruder neutral, up, down, neutral, right, left, neutral, speed brake full, speed brake zero, Flaps 2. Und dann geht's für uns los auf die Startbahn.
Parkbremse. Auf. Weiß nicht, was der auf der Startbahn sucht. Warum der da jetzt auch lang rollt, weil die Startbahn ist nur für Flugzeuge da. Da darf auch ein Flugzeuge drauf. Er soll jetzt mal da wegfahren. Wir fahren auf jeden Fall nach links. Ich hoffe, er fährt nicht nach links. Nee, ich hatte die gar nicht so hoch gedrückt. Er hat irgendwie nicht so viel Schub gegeben. Wir rollen jetzt hier links. Wenn wir hier hinten sind, können wir ein bisschen die Stadt sehen. Die Stadt halt, wenn wir jetzt so rumfliegen würden, wären die genau unter unserem Abflug. Ging aber in die andere Richtung. Deswegen gehen wir Cucina Paco nicht. Also nicht so gut. Vielleicht sieht man sie trotzdem ein bisschen. Genau, was unser Flugzeug gehört. Dann wenden wir hier hin. Parking Brake Set. Wir schalten das Taxi Light auf Takeoff. Dann beginnen wir den Start. Ohne Starterlaubnis und wir gehen auf Flex. Knots. 100 Knots. 120 Knots. V1. Rotate. Positive climb gear up.
sieht ja auch schön hier draußen aus, also. Autopilot on. Laps 1. Hier auch mit den Wolken, die wir so ein bisschen greifen. Sieht schon sehr schön aus. Da hinten ist die Sonne. Laps 0. So, dann kommen jetzt die Henning Lights, werden eingefahren. Der Rest bleibt so. Auf jeden Fall schon sehr schön aus, muss man sagen. Ich genieße es gerade richtig. Dass es halt so schön aussieht. Es wird dann auch in zwei Teilen kommen, das Video. Der erste Teil wird dann jetzt gleich zu Ende sein. Wir machen die Seatbelt Signs aus. Und damit verabschiede ich mich für den ersten Teil. Von diesem Flug von Kutjana Paco nach Brüssel-Charleroi. Zweiter Teil kommt dann am darauffolgenden Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao.